This document represents for us a way of life. A way of life. If you will accept the conditions as what you're aiming at, then the rest of this applies to you. Otherwise, not. This document represents for us a way of life. 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 Before we get started here, I'd like to pay a couple respects to the people that made me what I am today. All the people I used to listen to while I was growing up. To pay my respects to Pop Four Quest, represent, represent. What's your name? Call me Guru, that's my man from it. This is the house of pain. To come inside this. My name is Chris Parker. KRS One of the short. Who's next? Send me a blast with awesome. Microphone checker. One, two, checker. The B is on the cut, and my name is Rock. What's the time? It's time to get call me Shy D, my favorite group is Run DMC, cause they're the king of rock. They are the higher. MC and my people call me Milk. When I'm busting up a party, I feel no guilt. I see the M's, the M's, the A, okay, guys. I'm letting Steady B's mountains reload it. Okay, jetzt kommt Kinderzimmer Productions. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles, doch es kam. Back, what you looking for the same thing? Back, what you looking for the same thing? Back, what you looking for the same thing? It's a new thing, check out this upgrade. Back, what you looking for the same thing? For the same thing, bang. What you looking for the same thing? It's a new thing, check out this upgrade. Neue Zeit. Auf frischem Papier. Was ich denke und fühle, das sage ich hier. Doch das hatten wir schon. Und es ist jetzt an der Zeit für die Postrüben-Ära. Seid ihr bereit? Manche sprechen lieber vom Postrübismus. Simultanität des Klangs wie ein Synkubismus. Vom Kubismus zu den Kuben, von den Kuben zu den Würfeln. Und die Würfel sind gefallen. Hier ist Hip-Hop von uns allen beiden. Dem Duo. Aller Anfang ist schwer, so auch dieser. Ich blick auf all die Zeit zurück und jetzt wird's besser und nicht mieser. Reduziert und deformiert, jetzt wird's langsam kompliziert. Umstrukturiert, wir hoffen, dass es funktioniert. Ah, da fällt's mir ein und ich's vergesse. Verdammt, ich hab Haare in der Fresse. Wir haben fettige, fettige Beats. Fett die ganzen Jahre, die fettigen, fettigen Beats sind fast so fett wie meine Haare. Alle Leute meinen, wenn sie mich gehen sehen, ich sei der Doppelgänger von Nirvanas Kurt Cobain. Drei kleine Rüben, die waren schwer dabei. Die dritte ging einen anderen Weg. Nur noch zwei. Ich weiß, ich kann nicht singen, konnte ich noch nie, aber immer noch besser als Vanessa Paradis. Bekannt radikal bei der Sample-Auswahl, rein rationale Auswahl wäre hier fatal normal. Egal, oder sind wir doch zu auf Zack für diesen Loop? Hier reißen uns die noch die Eier ab. Nochmal ein Blick auf Vergangenes, auf unwiderruflich Begangenes. Ich hab ein Band hier vor mir liegen, natürlich von den Rüben. Ich hör's mit gemischten Gefühlen, alles andere wäre Lügen. Auf alle Fälle jetzt ein Neubeginn. What you looking for the same thing? Zu viel hat sich verändert an Musik und unserer Haltung, um nicht mit einem leisen Lächeln auf den Anfang zu sehen. Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? It's a new thing. Check out this upgrade. Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? It's a new thing. Check out this upgrade. So jetzt zum Texto. Zu mir, ein paar Zeilen zum Namen, die gönne ich mir hier. Ich heiße Texto, bürgerlich Henrik. Manche meinen Henrik, das Hemd, was meinem Namen den Realitätsbezug schenkt. Hemd steht als Metapher für mein ektomorphes Wesen. Was ektomorph ist, könnt ihr bei Zeiten dann im Duden nachlesen. Vom Hemd zum Stoff, Stoff entspricht Textil. Textil ohne Il gibt Text, ziemlich diffizile Stil, ich weiß. Doch auch wenn es nicht begreift, wir sind soweit beim Text. Wenn das verstanden ist, dann reicht's. Text plus Instrumental, bringt dann euer Ohr aus der Masse. Dreht dich vor, Henrik, das Hemd oder der Texto. Ine die Mene, die du bitte.
die Däne, die Bio, die Bio, die Bio, die Buff. Am definitiven Ende der Zeile ringe ich noch immer noch nicht nach Luft. Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick, sometimes I rhyme bull, sometimes I rhyme shit. Wie ich schon sagte, ich rhyme meine Zeile mal widerlich schnell, mal fällig und langsam, als sinnvoll, mal sinnlos. Wie Gulli rhyme, sam, 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 sam. Zurück zum Anfang, zu meinem Partner, meinem Kumpel. Ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwägert, aber ich bin mit ihm verkoppelt und verkuppelt. Und wenn er auch nicht humpelt, kommt er doch von seiner Haltung ziemlich nah an den Glöckner ran, an den von Notre Dame. Ich nenne ihn deshalb schlicht und einfach Quickie, die Quasimodo klammt. Oder sieht er mehr aus wie Glenn Gould am Klavier? Doch wir waren bei Quasimodo und das lassen wir auch hier. Sechs Takte sind zu füllen, Worte zu schreiben. Der Leptosome Legastheniker wird reimen, sich die Zeit vertreiben. K-I-N-D-E-R-Z, die Doppel-M-E-R. Ausgesprochen Kinderzimmer und es kommt noch viel, viel mehr. P-R-U-D-C-T-I-O-N-S. Productions aus dem Kinderzimmer, Zeit für Neues, Ungewohntes. Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? It's a new thing. Check out this upgrade. Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? It's a new thing. Check out this upgrade. Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? Back. What you looking for the same thing? It's a new thing. Check out this upgrade. In the days when I was a teenager, before I had status and before I had a back. In the days when I was a teenager, before I had status and before I had a back. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles. Doch es kam. We'd like to do one that was one of our newer arrangements, not released on records yet, our version of The Birth of the Blues. Me and the city, we're one of a kind. I'm in der unbesten State of Mind, wie mir scheint, Text oder Reim. Ich zerstöre keinen Feind, ich lasse Reime wachsen mit dieser Reim, der in mir keimt. Ein echtes Kind des Wohlstands am Mikrofon. Vom T bis zum A, vom ersten Loop zum letzten Ton. Ich meine, will sagen, okay, ganz langsam, okay. Jetzt erstmal eine kurze Pause, jetzt kommt Billie Holiday. Wie soll ich es sagen? Wie soll ich es schreiben? Wie erklären? Ich kann nichts übersteigern oder verändern oder verklären. Ich will nur, dass ihr wisst, wie es mir geht, dass ihr versteht, was es heißt, wenn man in Söflingen auf Hip-Hop steht. Der erste Kinderzimmer-Song kam nach der Konfirmation und seitdem bringt's von hier an die Söflinger Ohren. Zwei nette Jungs bestrumpften Hauptes machen Rap, der ziemlich laut ist, fahren Mamas kleinen Uno, weil in dem der beste Song ist. Falls ihr jemals nach Ulm kommt, stellt euch das vor. Ihr steht am Bahnhof, wollt ins Westend. Wie geht ihr dann vor? Ihr nehmt die Linie 1, also die Straßenbahn. Und lasst euch von eben dieser bis nach Söfling fahren. Hauptbahnhof, Egerthof, Blücherstraße, Westplatz. Wenn ihr hier aussteigt, habt ihr es verpasst. Magirostraße, Königstraße, Sonnenstraße, Söfling. Endhaltestelle, ihr steht im Westend, an meiner Quelle. Vielleicht sehen wir uns bald, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist unser Sound nichts für eure Gesellschaft schick. Vielleicht könnt ihr das Ganze nicht verstehen. Vielleicht findet ihr uns nett und wollt uns wiedersehen. Im letzteren Falle könnte es sein, dass wir unsere Türen öffnen. Vielleicht lassen wir dich rein. Vielleicht trinken wir mit dir Kaffee, schauen Yo MTV und hören reichlich gute Platten. Vielleicht auch nicht, c'est la vie. Lustigen Tänzchen. Wir müssen wieder an die Arbeit.
ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, my dang along ling long, ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, ding a ding a ding dang, my ding a ding dang, my dang along ling long. Ich sag Ding Dong, Diggity Ding Dang, this ain't no cheap thing, doch ihr werdet sehen, was alles dran hängt, denn ehe man's denkt, das hat bevor man's verdrängt, hat sich das Leben verengt. Deswegen steh ich hier und rappe, bevor mein Leben sich verfängt, sonst wach ich eines Morgens auf als schlechter Baby-Ashogan. Mit kulturellem Anspruch und einem Golf-GTI und anstatt der neuen Fahrzeit höre ich nichts als Vivaldi. Meine Freundin wäre dann sicherlich ne gute Partie. Im Sommer gibt's Aktiverlauf, im Winter fahren wir Ski. Die am lautesten schreien, da bist du erst so heiß. Ich weiß, bei dem Gedanken fließt bei mir der kalte Schweiß. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Vielleicht sollte ich jetzt auch aufhören und das Ganze vertagen. Vielleicht sollte ich das Ganze einfach positiv sehen und mich mit einer sicheren Hülle aus Sozialkritik versehen. Ich denk an Eric Sermon, denk, es ist nicht schlimm, denn ich mache, was ich will, bin, was ich bin. Ich füge Phrasen aneinander ohne jeglichen Sinn. Deswegen stehe ich hier und sage Diggi Diggi Dong Ding. Bei diesem Tempo fließen Reime, wie Wasser, das heißt H2OS, denken und dann sprechen. Denken muss man ebenso schnell, vielleicht auch sicher und gerichtet, doch bei diesem Text hier habe ich mich danach nicht gerichtet. Bei diesem Reim hier steht die Richtung nicht an erster Stelle, denn er verbreitet sich stetig wie eine kreisförmige Welle. Und er fließt wie Rock im Sack, den Lieder like to flow, especially when the music's going slow. Doch es geht auch so, geht gut von all dem Wasser, das ist kein Tag am Meer. Wenn's zu lyrisch wird, dann schreit, denn dann reime ich nicht mehr. Ich gehe in die Kuh, Buße, trinke Tee und diskutiere das aus und wach dann hoffentlich auch irgendwann mal auf. Ich hab gelungen, ihr habt's gemacht, doch wenn ihr meint, dass ihr mich kennt, sag ich, Verwirrung ist gestiftet, die Sache driftet ab, ist abgedriftet. Ich bin enttarnt, das heißt, ich bin gesichtet. Sicht weg, ihr seht mich nicht, doch ich bin da. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das bin ich, ist klar. Ein Reim, noch gib mir einen Reim. Wenn ich den habe, das ist jetzt, dann werde ich gleich verschwunden sein. Sekunden bis zu meinem Tisch. Er steht ganz genau vor mir, zu ignorieren ist er nicht. Er sagt, ich sag hi, ich denk, was willst du, geh vorbei. Doch stattdessen fragt er mich, ey Mann, hast du was dabei? Ich schalte ziemlich langsam, frag, was soll ich denn haben? Wenn du irgendwas willst, musst du schon konkreter fragen. Er sagt, ey Mann, bist vielleicht doof, was ich von dir haben will, ist ein kleines bisschen doof. Ich hab dich schon verstanden, ich hab trotzdem nichts zu rauchen. Wenn du irgendwas willst, musst du's wohl woanders kaufen. Er schaut mich an, ich schau zurück und denk, die Sache ist erledigt. Doch anstatt mich zu verlassen, hält er mir jetzt noch ne Predigt. Er raucht ja nicht viel, höchstens 15 am Tag. Und dass es nichts Besseres gibt, wenn ich Alkohol nicht vertrag. Und außerdem bleibt mein Geist dich voll da. Ich schau ihn nochmal genau an und denk mir bloß noch, ach ja. Oh,
don't supply. Szenenwechsel, diesmal trete ich durch die Tür. Dahinter Party, mancher hält es wohl dafür. Ich trete ein in den Gang, trete noch näher ran. Die Luft ist so dick, dass man sich schon in Scheiben schneiden kann. Der Duft, der in der Luft hängt, ist ziemlich orientalisch. Tabak und ja, was ist es? Der erste kommt. Hey Mann, ich bin so stoned. Der zweite kommt. Hey Mann, ich bin so stoned. Der dritte kommt. Hey Mann, ich bin so stoned. Schön für euch Jungs, ich bin das alles schon gewohnt. Alle reden über Stoff, Stoff hier und Stoff da. Geht doch alle auf die Knie und legt Stoff auf einen Altar. Gemütlich und gesprächig sitzen alle in der Runde. Die Augen starr geradeaus und alle lallen nur im Grunde. Ich stehe vor der Entscheidung, gehe ich nach Hause oder bleibe ich hier noch länger und betäube mich auch. Diese Zeit durchdringt, obwohl alle Zeiten endlich sind. Der Zeitpunkt ist gekommen, es wird Zeit, dass dieser Text beginnt. Darum sag ich Haichi, Bombaichi, Boom, Paff, Boom. So lang war ich schon stumm, ihr kommt nicht drum herum. Den Loop, den ihr hört, ist fett viel besser als das ganze Zeug in meiner Erinnerung. Ein Gruß an alle die, die mich nicht mögen oder hassen. Ich kann's nicht lassen, ich werde diese Gelegenheit mit Sicherheit nicht verpassen. Der Texter könnte mich hören, könnte mich sehen. Das war jetzt nicht von mir, das war wohl ein Versehen. Doch wer auch immer das hier hört, diesen Text und diesen Beat, dem sei gesagt, that's all I do, that's all I need. Ich bin nett und adrett, bin nett zu kleinen Katzen. Ich liebe kleine Kinder, ich esse nie beim Schmatzen. Ich bin sauber und gepflegt, brav und wohlerzogen. Und die letzten sechs Zeilen hab ich nichts als nur gelogen. Und alle Lifestyle-Fetischisten, das eine sei gesagt, ihr mögt mich nicht, doch ich bin der, der euch dafür nicht mag. Und wenn ihr auf einem meiner Konzerte aufhalt, sag ich, verschwindet, sonst wird euer Cappuccino noch kalt. Das sag ich allen, die mich nerven, ärgern oder stören, falls euch irgendwas nicht passt. Ich werd euch sowieso nichts hören, ich hab Besseres zu tun, als mich auch noch aufzuregen. Was mein Leben angeht, lass ich mir von euch doch nichts erzählen. Verschwindet, fallt tot um, Scheiße geschieht, ich bleibe hier und rappe. That's all I do, that's all I need. That's all I do. It's all I need. That's all I do. It's all I need. That's all I do. It's all I need. That's all I do. Ich tu nicht viel, nach Möglichkeit nichts, wenn das geht. Ich geh ganz spät ins Bett und steh spät auf, wenn ihr versteht. Ich hab alles, was ich brauche, ich beweg mich nirgends hin. Wo wäre da der Sinn? Ich renn nicht hin und her und her und hin und vor und zurück.
Ich arbeite nicht nur für ein Vorstadtreihenhaus, Schrebergarten, Glück. Ich bin weder davon entzückt und noch lange nicht verrückt genug. Es gibt sicher irgendjemand, der das freiwillig tut, der sich den Arsch aufreißt, dem das Spaß macht. Nun gut, doch nicht ich, ihr kriegt mich nicht, geht mir aus dem Gesicht. Ich bin Akustiker und sonst nichts, dass ihr's wisst. Typischer Fall von Dekadenz, und das stimmt wirklich. Denkst du das Paradewohlstandskind, wenn ich nach Hause komme? Verschwinde ich sogleich im Keller, manchmal esse ich noch was vorher, manchmal geht das Ganze schneller. Im Kinderzimmer angekommen, gebe ich mich der Sucht und ich gebe mir alle schlechten Serien, die irgendwo zu finden sind. Batman, die Simpsons, Roseanne, Raumschiff Enterprise, Captain Future, Biene, Maya, Heidi, wenn die Zeit noch reicht, denn dann setze ich mich ins Auto und fahr mit guter Musik bewaffnet bis ans Ehinger Tor. Von dort aus dann bis zum Allgäuer Ring und von dort aus dahin, wo ich meistens abends bin. Man fährt die Blumenstraße hoch, sucht sich den Parkplatz und läuft vor bis zur Augsburger Straße, steht direkt davor. Man redet ein bisschen, braucht ein, zwei Zigaretten. Wenn man genervt ist, kann man sich hinten im Flipperraum verstecken. Das ist so ziemlich alles, was es zu berichten gibt. Like I said, that's all I do, that's all I need. That's all I do, that's all I need. That's how I'm living. It's all I need. That's how it goes. That's all I do. That's how I'm living. It's all I need. That's how it goes. That's all I do. That's how I'm living. It's all I need. What we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. What
we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. What we're gonna do right here is go back. Way back, back in.
So, jetzt zum Textor. Zu mir, ein paar Zeilen zum Namen. Die gönne ich mir hier. Ich heiße Textor, bürgerlich Henrik. Manche meinen Henrik, das Hemd, was meinem Namen den Realitätsbezug schenkt. Textor reimt. Ich zerstöre keinen Feind. Hier kommt der Textor, könne mich hören, könne mich sehen. Textor, das Paradewohlstandskind. K-I-N-D-E-R-Z-I-Doppel-M-E-R. Ausgesprochen Kinderzimmer und es kommt noch viel, viel mehr. P-R-U-D-C-T-I-O-N-S. Productions aus dem Kinderzimmer, Zeit für Neues, Ungewohntes. Und wenn er auch nicht humpelt, kommt er doch von seiner Haltung ziemlich nah an den Glöckner ran. An den von Notre Dame. Ich nenne ihn deshalb schlicht und einfach Quickie, die Quasimodo klammt. Oder sieht er mehr aus wie Glenn Gould am Klavier? Doch wir waren bei Quasimodo und das lassen wir auch hier. Ich liebe Quasimodo, der erlauchte König. Das ist der Glöckner. Der ist wahnsinnig geworden. Das ist Quasimodo, Herr. Ah. Vielen Dank, Quasimodo. Armer Quasimodo. Ich hätte gewünscht, dass dein Herz in der Brust von Phoebus schlagen würde. Dann wäre die Welt vielleicht schöner. Komm mit mir, Quasimodo. Du wirst gerettet werden. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles. Doch es kam. Bang!
Papier. Was ich denke und fühle, das sage ich hier. Doch das hatten wir schon. Und es ist jetzt an der Zeit für die Postrübenära. Seid ihr bereit? Manche sprechen lieber vom Postrübismus. Simultanität des Klangs wie ein Synkubismus. Vom Kubismus zu den Gruben, von den Gruben zu den Würfeln. Und die Würfel sind gefallen. Hier ist Hip-Hop von uns allen. Von uns allen beiden. Dem Duo. Aller Anfang ist schwer, so auch dieser. Ich blick auf all die Zeit zurück und jetzt wird's besser und nicht mieser. Reduziert und deformiert, jetzt wird's langsam kompliziert. Umstrukturiert, wir hoffen, dass es funktioniert. Ah, da fällt's mir ein und ich's vergesse. Verdammt, ich hab Haare in der Presse. Wir haben fettige, fettige Beats, fett die ganzen Jahre. Die fettigen, fettigen Beats sind fast so fett wie meine Haare. Alle Leute meinen, wenn sie mich gehen sehen, ich sei der Doppelgänger von Nirvanas Kurt Cobain. Drei kleine Rüben, die waren schwer dabei. Die dritte ging einen anderen Weg. Da waren's nur noch zwei. Ich weiß, ich kann nicht singen, konnte ich noch nie. Aber immer noch besser als Vanessa Paradis. Bekannt radikal bei der Sample-Auswahl. Rein rationale Auswahl wäre hier fatal normal. Egal. Oder sind wir doch zu auf Zack für diesen Loop? Hier reißen uns die Stranglers noch die Eier ab. Nochmal ein Blick auf Vergangenes. Auf unwiderruflich Begangenes. Ich hab ein Band hier vor mir liegen, natürlich von den Rüben. Ich hör's mit gemischten Gefühlen, alles andere wäre Lüge. Auf alle Fälle jetzt ein Neubeginn. Bang, bang. Caught you looking for the same thing. Zu viel hat sich verändert an Musik und unserer Haltung, um nicht mit einem leisen Lächeln auf den Anfang zu sehen. Bang. Zum Textor, zu mir ein paar Zeilen zum Namen, die gönne ich mir hier. Ich heiße Textor, bürgerlich Henrik. Manche meinen Henrik, das Hemd aus meinem Namen den Realitätsbezug schenkt. Hemd steht als Metapher für mein ektomorphes Wesen. Was ektomorph ist, könnt ihr bei Zeiten dann im Duden nachlesen. Vom Hemd zum Stoff, Stoff entspricht Textil, Textil ohne Il gibt Text. Ziemlich diffiziler Stil, ich weiß. Doch auch wenn es nicht begreift, wir sind soweit beim Text, wenn das verstanden ist, dann reicht's. Text plus Instrumental, bringt dann euer Ohr aus der Masse, dreht dich vor, Henrik, das Hemd oder der Texto. Ine die Mene, die Duppe, die Dene, die Bio, die Bio, die Bio, die Buff am definitiven Ende der Zeile. Ring ich noch immer noch nicht nach Luft, sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick, sometimes I rhyme full, sometimes I rhyme shit. Wie ich schon sagte, ich schreibe meine Zeilen mal widerlich schnell, mal fertig und langsam mal sinnvoll, mal sinnlos, wie cool die Rhyme, sam, 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 sam. Zurück zum Anfang, zu meinem Partner, meinem Partner, meinem Kumpel. Ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwägert, aber ich bin mit ihm verkoppelt und verkuppelt. Und wenn er auch nicht humpelt, kommt er doch von seiner Haltung ziemlich nah an den Glöckner ran, an den von Notre Dame. Ich nenne ihn deshalb schlicht und einfach Quickie, die Quasimodo klammt. Oder sieht er mehr aus wie Glenn Gould am Klavier? Doch wir waren bei Quasimodo und das lassen wir auch hier. Sechs Takte sind zu füllen, Worte zu schreiben. Der Leptosome Legastheniker wird reimen, sich die Zeit vertreiben. K-I-N-D-E-R-Z, die Doppel-M-E-R. Ausgesprochen Kinderzimmer und es kommt noch viel, viel mehr. P-R-U-D-C-T-I-O-N-S. Productions aus dem Kinderzimmer, Zeit für Neues Ungewohntes. Bang! What you looking for the same thing? Bang! Bang. What you looking for the same thing? Bang! What you looking for the same thing? It's a new thing, check out this upgrade. Bang! What you looking for the same thing? Bang! Bang. What you looking for the same thing? Bang! What you looking for the same thing? It's a new thing, check out this upgrade. Bang! What you looking for the same thing? Bang! Bang. What you looking for the same thing? Bang! What you looking for the same thing? It's a new thing, check out this upgrade. Back in the days when I was a teenager, before I had status and before I had a back. In the days when I was a teenager, before I had status and before I had a. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles ganz anders. Doch es kam alles. Doch es kam. Got so